Ich weiß ja nicht, ob ich es euch schon vorgestellt habe. Das sind die Toxic Kings. Gekauft habe ich sie im Pyroland. Das sind 24 Bombenrohre. Da fällt schon eins raus. In, ich glaube, 4 oder 5 verschiedenen Farben. Ich glaube, das hat nur was mit dem Aufstieg zu tun, wenn überhaupt. Und ja, Bombenrohre zünde ich traditionell immer am Tag. Deswegen zünden wir sie jetzt einfach weg. Ich kann euch ja sagen, ob es einen Aufstieg hat oder Sternchen. Ne? Also, bis gleich. So, von Leslie übrigens. Toxic King in Rot. Schauen wir mal. Ja. Gut, dass das andere Ende zu uns geflogen ist. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, die Tüte, das ist nicht da, okay. Aber sie hat ein Sternchen, also rot. Ich mache mal noch einen Toxic King, den stelle ich hier mal hier so hin. Ah, Freunde, der Wind ist so beschissen. So, noch mal einen rot. Ja, haben kleine rote Sterne. Vom Knall her, aber nichts Besonderes leider. Leider Gottes. So, haben wir hier noch einen grünen. Schauen wir mal, ob wir den richtig drauf kriegen hier. Oh ja. Knall könnte besser sein. So, was haben wir noch? Rot hatten wir, grün hatten wir. Hier haben wir noch einen lila. Lila. Lilac. Lila Lena. Oh, der hat der Blinker. Die Blinkerbonser ist sehr schön eigentlich. So, dann haben wir noch einen blauen. Oder hatten wir den schon? Ne, wir hatten lila, rot, grün, blau. Was fehlt denn noch? Ah, das ist doch das Vierer. Ja, das 4 verschiedene. So, und zum Schluss noch hier der blaue. Jetzt so eine Empfehlung ist, weiß ich nicht. Ja, 24 Stück. Ich weiß gerade nicht, was sie gekostet haben, aber schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was sie gekostet haben. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Macht's gut!